Hallöchen und grüßt euch heute nur nochmal mit einem ganz kurzen Tipps-Video, wie ihr ganz leicht in den Titan reinkommen könnt. Der ist schon im Titan, ihr selbst seht es leider nicht, wenn andere im Titan sind. Der hat da so kurz rumgebackt und ist vorne am Rand rumgelaufen, aber er ist bei sich schon längst im Titan drin. Wie ihr das machen könnt, ist ganz einfach. Irgendeine Waffe müsst ihr auswählen, dann müsst ihr einfach nur einsteigen und danach direkt zielen drücken. Zielen könnt ihr gedrückt halten und einsteigen müsst ihr die ganze Zeit spammen. Und zielen könnt ihr auch nur gedrückt halten, sobald ihr durch die Tür durchgegangen seid. Dann setzt euch euer Typ hin und kurz danach wird er wieder aufstehen und dann werdet ihr, während ihr auf dem Weg nach draußen ist, einfach durch diesen Boden durchfallen und dann könnt ihr ganz leicht nach hinten gehen. Ihr seht, mein Auto-Aim war hier irgendwie richtig komisch. Es hat sich hin und her gelenkt, ziemlich merkwürdig auf alle Fälle. Und dann könnt ihr jedenfalls nur hinten in diesen Raum reinhüpfen und dann seid ihr schon im Titan drin gefangen und ihr könnt auch gar nicht rausfliegen, wenn euer Kumpel jetzt losfliegen würde. Der einzige Haken hierbei ist, dass ihr es nicht solo machen könnt. Ihr braucht also die ganze Zeit jemanden, der auf dem Fahrersitz ist. Aber so könnt ihr noch nach dem Patch 1.17 in Titan reingehen und ihr könnt übrigens in jedes Flugzeug reingehen. Das ist so lustig. Hier werde ich euch nur noch mal kurz zeigen, dass ich auf Patch 1.17 bin, während ich hier im Titan drin bin. Sehr vertrauenserweckend. Und dann zeige ich euch noch mal, dass ihr sogar durch den Luxor durchlaufen könnt. Und bei dem Luxor sieht das richtig lustig aus, was man da machen kann. Allerdings kann man da nicht irgendwo stehen bleiben oder dann irgendwie in der Kabine rumlaufen. Ihr seht, ich bin auf dem Boden, aber man sieht die Kabine zwar, aber man kann nirgendwo hin. Ich habe es versucht. Man kann da nur so ein bisschen durchlaufen. Auf alle Fälle trotzdem relativ lustig, gerade wenn ihr vorne, ganz vorne an diesen Rädern seid, werde ich euch gleich nochmal zeigen, wie das aussieht. Davon könnte man auf alle Fälle lustige Bilder machen, wenn euer Freund jetzt das Handy offen hätte für einen Social Club. Sieht auf alle Fälle lustig aus, so als würdet ihr der Vorderreifen sein mit euren Füßen. Und hier dieser Miljet ist richtig lustig, da kann man leider auch nichts machen, man kann da auch nur so durchlaufen. Und der ist innen drin gar nicht so edel eingerichtet, wir sehen so ein bisschen plastikhaft, sieht das aus, nicht ganz so cool. Allerdings ist bei diesem Jet was richtig geiles, dass der ganz leicht solche Wheelies machen kann. Und zwar sind da manchmal solche Fehler, dass ihr euch vor denen so reinbackt und ihr seht, ich drücke ihn nach oben mit meiner eigenen Kraft. Die Freunde sehen das auch, aber die sehen euch ja darunter nicht. Dann sieht das so aus, als würde der Miljet aus eigener Kraft einen Wheelie machen. So sieht das dann aus, wenn euer Kumpel das macht. Richtig lustig auf alle Fälle und dann haut mich die Tür tatsächlich um. Aber im Titan ist das natürlich noch viel lustiger, dass man sich da so richtig lustig drumherum backt, sobald der Kumpel dann fliegt. Man ist da einfach mal Spielball der Launen des Piloten. Das ist auf alle Fälle ziemlich lustig und wenn ihr alleine drin seid, dann habt ihr den ganzen Raum des Titans innen drin zur Verfügung zum Abrollen, zum Abspasten. Ihr seht, wie mein Typ da rumlümmelt, wie so ein Krüppel auf alle Fälle. Richtig lustig. Ein Daumen hoch für diesen geilen Glitch. Muss auf alle Fälle drin sein. Das ist so ein Fun-Glitch. Müsst ihr auf alle Fälle mal ausprobieren, Leute. Das ist nur zu empfehlen. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch schon im nächsten Video sehen. Falls ihr noch nicht abonniert habt, solltet ihr das unbedingt jetzt tun für die täglich besseren GTA-Videos. Bis dahin, euer Ja.